Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen sofort mit Fürst Garishiri. Kamiras Eltern wären stolz darauf, wie sie in diesen dunklen Zeiten hervorgetreten ist. Ihr Monde, ich bin stolz auf sie. Während Kamira ihre Gedanken sammelt, hat der Rest von uns zu arbeiten. Sagt mir, was ist im Palast geschehen? Wir haben Eurexia getötet, aber Naladu ist gestorben und die Drachen und die Nekromanten arbeiten noch immer zusammen. Ihr bringt sowohl willkommene als auch düstere Kunde. Doch ich fürchte, wir können erst später den Sieg feiern oder um den guten Hauptmann trauern. Wir müssen herausfinden, warum die Drachen bereit sind, sich mit Wirkern schwarzer Magie einzulassen. Ich habe gehört, wie ein Mondtor im Westen erwähnt wurde. Karl Grundtiet schien an jenen Ort interessiert zu sein. Könnten Sie am Mondtor von Anekina interessiert sein? Es liegt in dieser Richtung. Ich frage mich, ob das etwas mit Euraxias letztem Befehl zu tun hat. Eine gefangene Soldatin hat ihn erwähnt, aber sie wollte nicht mehr dazu sagen. Vielleicht kann uns Tarn helfen, mehr herauszufinden. Ich werde Abnotan helfen, die Bedeutung von Euraxias letzten Befehl zu ermitteln. In diesem Augenblick sucht Abnotan im königlichen Studierzimmer nach Dokumenten, die uns etwas über diesen letzten Befehl verraten. Trotz seines angeblichen Desinteresses war Euraxia seine Halbschwester. Ihr Tod wird eine Wirkung auf ihn haben. Ich schlage vor, ihr wählt eure Schritte mit Bedacht. Ihr macht euch Sorgen um Abnotan? Sorgen? Nein. Das würde ja heißen, dass ich irgendetwas für den Mann empfinde. Ich würde nur sagen, dass ich mir mehr Gedanken um seine gleichgültige Haltung gegenüber dem Tod seiner Schwester mache. Sie könnte seine wahren Gefühle verbergen. Ich vertraue darauf, dass er hier ist, um zu helfen. Aber er ist immer noch ein Tarn. Ja, und die Tarnfamilie sind Idioten, das wissen wir alle. Hier geht's weiter. Tarn, das ist ein wundervolles Zimmer für mich, weil... Gut, den Schreibtisch habe ich jetzt nicht gerade im Sinn gehabt. Aber weil wir hier ganz viele Bücher lernen. Nekromanten, ein Bericht für die Königin, könnt ihr euch auch gerne durchlesen. So, die machen wir jetzt mal eben ganz schnell. Geht ja ziemlich. Ich meine, ihr seht ja, dass ich immer wieder was Neues im Endeffekt auch bekomme. Ich war jetzt gerade überlegen. Aber ja, das sind die anderen. Hier hinten ist noch was. So, solltet ihr auch machen. Hier gibt es auch noch was zu lesen. Kunzari und der Dämonenteil. 1, 2, 3. Doch, waren doch alle Teile da. Irgendwie sah das jetzt so ein bisschen kuddelmuddelmäßig aus. So, Tarn. Wenn man die Welt als Linien auf einer Karte betrachtet, erscheint sie klein und unbedeutend. Ich versuche, die Bedeutung dieser Dokumente zu entschlüsseln, aber bisher bleibt mir ihr Geheimnis verschlossen. Ich bin gekommen, um meine Hilfe anzubieten. Habt ihr etwas über Euraxias letzten Befehl herausgefunden? Ich habe einen Brief gefunden, aber er ist unvollständig. Sieht aus wie das Diktat eines Schreibers. Ich habe nach weiteren gesucht, aber keine großen Fortschritte in den königlichen Archiven gemacht. Mit eurer Hilfe wird die Suche vielleicht schneller gehen. Erzählt mir von dem diktierten Brief, den ihr gefunden habt. Er verweist auf einen Befehl, den Euraxia kurz vor unserem Angriff auf den Palast vorbereitete. Es wird ein Hauptmann S., die Cygnus-Freischärler und ein Gefallen für die Drachen erwähnt. Aber es gibt keine Hinweise darauf, wer das ist und welcher Gefallen es sein könnte. Wegen eurer Halbschwester. Wir taten, was getan werden musste. Verschwendet keinen Gedanken mehr daran. Wenn ihr Euraxia kein Ende gemacht hättet, hätte ich es sicher getan. Seht euch jetzt um, ob ihr etwas finden könnt, was auf diesen unvollendeten Brief verweist. Ich bin mir sicher, dass es um Euraxias letzten Befehl geht. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann.
Das Studierzimmer enthält Dokumente aus der Zeit, als die Khajiit noch Krempen regierten, sowie Papiere, die Euraxias Herrschaft abdecken. So viele Papiere. Sie war eine umtriebige Schreiberin, das gebe ich zu. Wenigstens hat sie die Akten vor ihrem Tod nicht vernichtet. Wonach sollte ich nochmal suchen? Alles, was mit diesem sogenannten letzten Befehl zu tun hat. Während wir uns umsehen, lasst uns einmal überprüfen, ob noch irgendwo die Drachen, die Nekromanten oder etwas anderes von Bedeutung erwähnt wird. Wer weiß? Wir könnten etwas entdecken, was unerwartet hilfreich ist. Ja, und wie durch Zauberhand kamen hier die Briefe. Eure Majestät, mein ausgebildeter Trupp erfahrener Assassinen steht bereit, jeden Dienst zu erfüllen, den ihr von ihm verlangt. Da ich jedoch nur über wenige Assassinen verfüge, wäre es ratsam, uns Unterstützung in Form von Hilfstruppen zukommen zu lassen. Wenn ihr mir den Vorschlag gestattet, würde ich gerne die Befugnis erhalten, Soldaten der Cygnus-Freischärler zu übernehmen. Ich muss ohnehin am Sandwirbelherrenhaus Halt machen, um Präfekt Carlos Bericht über den letzten Drachengardisten entgegenzunehmen. Außerdem bin ich immer dabei, wenn es darum geht, diesen überheblichen Kaiserkuschler eins auszuwischen. Er ist der Meinung, dass meine Söldner weniger wert sind als seine Truppen, und dafür hasse ich ihn. Hauptmann Saulinia. Hauptmann Saulinia, das muss Hauptmann S sein. Und die Cygnus-Freischärler sind kaiserliche Truppen unter dem Befehl von Präfekt Carlo aus dem Sandwirbelherrenhaus. Drachen, ein Bericht für die Königin. An ihre hochwohlgeborene Majestät, Königin Euraxia. Dieser Bericht fasst meine Erkenntnisse bezüglich der Drachen zusammen, die sich im ganzen nördlichen Elsweyr gezeigt haben. Der Drache, der sich Mulanmir nennt, gehorcht einer noch mächtigeren Kreatur, die ja als Kalgrundit bekannt ist. Er stellt uns Drachen zur Verfügung für unseren Kampf gegen die khajiitischen Rebellen. Diese gewalttätigen Bestien trugen entscheidend zu vielen unserer Siege bei, genau wie ihr vorhergesagt habt. Wenn wir Mulanmir nur dazu kriegen könnten, uns mehr als ein einzelnes dieser Wesen gleichzeitig zu geben, dann könnten wir die gesamte Region einnehmen. Leider scheinen die Drachen nicht fähig oder willens zu sein, zwischen unseren und den feindlichen Truppen zu unterscheiden. Sie legen keinen Wert darauf, Verluste unter Verbündeten zu vermeiden. Offenbar genießen sie einfach die Zerstörung, unabhängig davon, gegen wen sie sich richtet. Ich fürchte, dass wir bestenfalls lückenhaft Kontrolle über diese Kreaturen haben. Hier meine Empfehlung. Befehlt Mulanmir, die Drachen anzuweisen, sich der Befehlskette zu unterwerfen. Waffen funktionieren am besten, wenn man die komplette Kontrolle darüber hat, was sie tun. Außerdem müssen wir einen Dienst für die Drachen verrichten, um unsere Allianz zu besiedeln. Ich schlage vor, dass wir einen Meuchlertrupp entsenden, der den letzten Drachengardisten ausschaltet, den wir irgendwo in der Wildnis von Elsweyr vermuten. Centurio Sagus, oberster Stratege der Königin. Drachen beherrschen? Was für eine Torheit. Aber was war das von wegen den letzten Drachengardisten töten? Das ist eine gute Frage. Euraxias privates Tagebuch. Ich bin weiterhin fasziniert von den Mythen und Legenden der Khajiit. Schließlich waren es die Geschichten über Kunsari, die die Mondsänger erzählen, die mich zum Grollstein führten und mir ermöglichten, meinen Tölpe von Halbbruder dazu zu bringen, die Drachen aus den Kolossalen freizulassen. Was mich wohl sonst noch alles in den restlichen Erzählungen über Kunsari erwartet? Definitiv etwas Aufschlussreiches über den Verräter, dessen widerlicher Kopf meinem obersten Nekromanten folgt wie ein trauriges kleines Hündchen. Er kam aus diesen Legenden zu uns, und eine Erklärung des Mondtores, obwohl ich zugeben muss, zumindest hier in meinen persönlichen Aufzeichnungen, dass ich die Metaphysik unter diesen Dingen immer noch nicht verstehe. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als würden unsere Ermittlungen bezüglich eines letzten Überlebenden der Drachengarde hier in Elsweyr endlich Früchte tragen. Wir können diese potenzielle Bedrohung eliminieren und Karl Grundtiet den wahren Wert unserer Partnerschaft beweisen.
Ich freue mich darauf, mich eingehender mit Präfekt Carlos Bericht zu befassen, wenn dieser Mistkerl ihn mir je schickt. Kajitische Legenden und Gerüchte über einen letzten Drachengardisten. Spannend. Ich glaube, ihr habt alles gefunden, was ich zum Füllen der Lücken brauche. Reden wir. Durch die von euch entdeckten Dokumente konnte ich mir den Sinn dieses Texts erschließen. Ich glaube, dass ich den Inhalt von Euraxias letztem Befehl nun kenne. Und der Inhalt ist leer, oder? Ich weiß nicht, ich denke mal, dass er normalerweise eine Schriftrolle in den Händen halten sollte. Wie lautete denn nun Euraxias letzter Befehl? Euraxia befahl Hauptmann Saulinia, einen Drachengardisten zu ermorden, um so die Drachen zu besänftigen. Saulinia plant, so viele zusätzliche Soldaten wie möglich von Präfekt Carlo im Sandwirbelherrenhaus anzufordern und einen Bericht einzuholen. Drachengarde? Ich verstehe nicht. Mir ist das auch nicht ganz klar. Die Drachengardisten waren die eidgebundenen Beschützer des Kaisers. Zumindest waren sie das, bis sie seine Gunst verloren. Euraxia hat ihren Meuchlern aufgetragen, eine Person umzubringen, die ihrer Behauptung nach der letzte Drachengardist ist. Der letzte Drachengardist? Fragt nicht mich. Die Drachengarde, die ich kannte, scheiterte darin, die Potentaten zu beschützen und wurde unehrenhaft aufgelöst. Sie behauptete, von legendären akavirischen Drachenjägern abzustammen. Aber mehr war das auch nicht. Eine Legende. Wir müssen zum Sandwirbelherrenhaus. Ich mache mich zum Sandwirbelherrenhaus auf und finde Präfekt Carlo, sobald ich kann. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Euraxias letzter Befehl. Sie wollte, dass ihre Meuchler den letzten Drachengardisten ermorden. Wenn die Drachen ihn als Bedrohung ansehen, brauchen wir ihn auf unserer Seite. Trefft mich westlich der Stadt. Am Rand des Sandwirbelherrenhauses. Wisst ihr irgendwas über Hauptmann Saulinia oder Präfekt Carlo? Carlo wird in Gareschris Spionageberichten erwähnt. Er befehligt eine Garnison von Truppen in einem Anwesen, das bei der Eroberung der Region in Beschlag genommen wurde. Was Saulinia angeht, ich habe von ihr noch nie gehört, aber ein Meuchlertrupp. Sowas bedeutet nie etwas Gutes. Ja, davon kann man ausgehen. Sind die Bewohner von Krempen Feiglinge? Sie haben nur Angst, Camira. Denkt daran, die Drachen verdunkeln noch immer die Himmel. Aber wir müssen unsere Truppen auffüllen. Ich fürchte, es liegen noch mehr Schlachten vor uns. Ihr tragt die Last des Königreichs, Camira. Aber die Krone gehört euch noch nicht. Ja, ja. Ich muss von der Mähne und Königin Eiren anerkannt werden. Wobei mir einfällt, schickt uns das Dominion Hilfe? Ein paar Berater, etwas Gold, aber keine Truppen. Wir sind auf uns gestellt. Ja, das ist doch super. Ja, dann würde ich sagen, hier ist wieder alles aufgefüllt. Die beiden Garderoben nehme ich noch schnell mit. Ein Lehnstuhl aus Els, war ja sehr schön. Ich schau mal eben, wie weit ich hier noch reisen muss. Ja, das dachte ich mir. Dann mache ich mich auf dahin und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. So, das Herrenhaus. Ah ja, doch, ich sehe es. Nee, wir haben jetzt nichts mit meiner Quest zu tun. Man wird immer von allen Seiten abgelenkt. Eine kaiserliche Garnison auf einem Kajit-Anwesen. Meine Halbschwester scheut keine Kosten. Präfekt Carlo befehligt eine ganze Abteilung von Soldaten, vor allem erfahrene Kaiserliche und keine nibenesischen Söldner, wie der Großteil von Euraxias Hauptstreitmacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saulinia und ihr Meuchlertrupp auch hier sind. Ich rate also zur Vorsicht. Meint ihr, wir müssen uns den Weg hinein freikämpfen? Ich ziehe es natürlich vor, unnötiges Blutvergießen zu verhindern.
Aber das sind feindliche Truppen. Wir müssen alles tun, was nötig ist, um unsere Mission abzuschließen. Ich arbeite mich von den oberen Ebenen des Hauses aus nach unten. Ihr sucht euch einen eigenen Zugang und dann treffen wir uns irgendwo drinnen. Alles klar, wir treffen uns im Herrenhaus. Versucht, nicht die ganze Garnison auf euch aufmerksam zu machen und haltet die Augen nach Hauptmann Saulinia oder einer anderen Verbindung zu Araxias letztem Befehl offen. Wir müssen feststellen, wo der Meuchlertrupp zuschlagen will, wenn wir den Drachengardisten retten wollen. Erzählt mir mehr über die Drachengarde. Wie ich schon sagte, die Drachengarde, die ich kannte, waren die Beschützer des Kaisers. Ich vermute, dies hier hat mehr mit Legenden zu tun, die sich auf ihre Rolle als alte Drachenjäger beziehen. Ach, eitle Spekulationen bringen gar nichts. Wenn ich noch jünger wäre. Euer Alter? Ist es das, was euch beunruhigt? Ich spüre die Last meiner Jahre und es wird immer schlimmer, je länger dies alles andauert. In meinen jüngeren Tagen hätte ich die Drachen zusammengetrieben und die Nekromanten an einen einsamen Ort im Reich des Vergessens verbannt. Genug davon. Ich treffe euch drinnen. Nun gut, da hinten ist der Eingang, ne? Muss ich hier durch? Ja, ich muss da rein. Na komm. So, ich soll mich ja eigentlich nicht sehen lassen, aber das ist nicht so einfach. Geh in die Ecke. Du siehst ein alter keine Sack Toten. Kann einen Schatz bergen. Holt den Kellerschlüssel von Leutnant Thalia. Die ist da hinten höher. Das heißt, sie ist wieder draußen oder was? Sieht so aus, ne? Zu mich verarschen, das ist offen, das ist genau das Gleiche. Oh. Warum habe ich das Ding denn aufgebrochen? Eine von Carlos Schoßkatzen zahlt sich einen Pelzmantel zu schneidern. Da bin ich nun also. Eine ausgebildete Attentäterin, die Kindermädchen für einen verdammten. Eindringlinge! Okay. Warum konnte ich die jetzt nicht umbringen? Gut, ich hätte mir jetzt einfach den Schlüssel holen können. Hallo? Dann hätte ich die gar nicht erst angreifen müssen. Das wäre auch möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich bei dem grundsätzlich vorbeigekommen kommen wäre. Da muss ich gar nicht hin. Wo muss ich denn hin? Geht in den Keller. Muss ich hier rein, oder? Ja. Nein! Oh! Warum drücke ich eigentlich die mittlere Maustaste, wenn die dann angreift? Wie blöd ist die? Mittlere Maustaste heißt jemanden umbringen. Wie schön, dass ihr euch zu mir gesellt. Reden wir. Wir müssen rasch reden. Ich bezweifle, dass ich lange unentdeckt bleiben werde. Ihr stellt eure Magie aber auch wirklich gerne zur Schau, oder? Diese Projektion, ein einfacher Zauber. Daran ist nichts Besonderes. Doch das ist nicht, was ich besprechen wollte.
Ich verstecke mich derzeit in einem leeren Dienstbotenquartier. Ich habe entdeckt, dass Präfekt Carlo hier nicht länger das Sagen hat. Er ist sogar festgenommen worden. Warum sollten die eraxischen Soldaten einen ihrer eigenen Offiziere festnehmen? Das ist es ja gerade. Präfekt Carlo ist nicht wirklich ein eraxischer Soldat. Seine Kohorte von Kaiserlichen begleitete meine Halbschwester nach Krempen. Aber er war ein ausgesprochener Gegner ihres Staatsstreichs und ihres anschließenden Anspruchs auf den Herrscherthron. Anscheinend hat er einen weiteren Befehl verweigert. Wo halten Sie Präfekt Carlo gefangen? Carlo wird wahrscheinlich auf einem der unteren Stockwerke festgehalten. Versucht, ihn zu finden. Er sollte uns mehr über die Drachengarde und Solinias Befehle sagen können. Wartet einen Augenblick. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Ich komme zu euch, sobald ich kann. In Ordnung. Ich versuche, Präfekt Carlo zu finden. Okay. Drum, drum, drum. Laufen wir hier ein bisschen durch. Man kann natürlich auch mit den Leuten kämpfen. Hat den Vorteil, dass man hier erstmal dann nicht stecken bleibt. Und hat natürlich auch noch den Vorteil, dass man dann hinten die ganzen Sachen durchsuchen kann. So, heute noch? So, wo müssen wir hin? In die Richtung. Interessant. Da ist die gehört der Typ. Nicht zu Eraxias Söldner. Nein, aber die gehen mir gerade richtig auf den Sack. So. Ich bin Präfekt Carlo, Kommandant der Signus-Freisteller. Und ihr seid diese Außenseiterin, die mit der Khajiit-Miliz zusammenarbeitet. Ich habe schon vor Stunden mit euch gerechnet. Also lasst uns nicht trödeln. Ihr müsst einen Meuchlertrupp aufhalten, vermute ich. Wenn ihr bitte meine Zelle öffnen würdet. Woher wisst ihr, wer ich bin? Es ist ganz einfach. Ich achte auf jedes bedeutsame Ereignis, das innerhalb der Region eintritt. So steht es in meiner Stellenbeschreibung. Ich habe Agenten, Spione und Informanten von Stromfeste bis Krempen. Mit dem Dossier über euch könnte man einen Wamasu ersticken. Nun zu dieser Tür. Erzählt mir zuerst, warum man euch in eine Zelle gesperrt hat. Ich bin ein Kaiserlicher ohne einen Kaiser. Meine Kohorte hatte den Auftrag, Eraxia auf einer reinen Erkundungsmission zu begleiten. Sie hat daraus eine Eroberung gemacht. Ich habe versucht, ihre gewalttätigere Neigung einzudämmen, aber ihre Söldner sind meinen Legionären zahlenmäßig überlegen. Warum wurdet ihr denn gerade jetzt eingesperrt? Ich habe einen direkten Befehl verweigert. Ich wollte Saulinia weder meine Soldaten noch meine Akte über den letzten Drachengardisten geben. Deswegen bin ich hier drin. Wie wäre es damit? In meinem Arbeitszimmer findet ihr eine Abschrift des Berichts. Wenn das in ihm enthaltene Wissen euch hilft, kommt ihr anschließend zurück und befreit mich. Ihr wirkt ungewöhnlich gewillt, mit einer Verbündeten der rechtmäßigen khajiitischen Königin zusammenzuarbeiten. Ich bin ein vernünftiger Mann. Ich habe nicht viel für dieses Land übrig, aber zerstört möchte ich es auch nicht sehen. Drachen waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Anders gesagt, ich leiste Widerstand. Ihr findet eine Abschrift des Drachengardenberichts in meinem Arbeitszimmer oben. Erzählt mir von Hauptmann Saulinia. Sie stürzte mit Befehlen von Eraxia in mein Dienstzimmer, verlangte, dass ich ihr Soldaten gebe, um ihren Meuchlertrupp zu unterstützen. Dann befahl sie mir, ihr die Akte über den sogenannten letzten Drachengardisten zu geben. Ich verneinte höflich beide Bitten und sie ließ mich festnehmen. Was ist ein Meuchlertrupp? Ein Elitetrupp von Söldnern. Sie sind tollwütige Hunde, die Eraxia auf ihre Feinde hetzt. Sie mögen das Töten und sie sind sehr gut darin. Auf Betreiben der Drachen hat sie ihnen ihr nächstes Ziel zugewiesen, den sogenannten letzten Drachengardisten. Das war Eraxias letzter Befehl. Sie erteilte ihm kurz bevor er sie getötet hatte. Nun, das wirft ein neues Licht auf die Lage. Saulinia hat meine Akte mitgenommen. Dann zogen sie und ihre Soldaten los, um diesen angeblichen letzten Drachengardisten zu ermorden, um Eraxias Drachenverbündete zu beschwichtigen.
Es gibt eine Kopie der Akte in meinem Amtszimmer, aber ich schätze, ihr solltet euch beeilen. Also wurde Euraxia gar nicht entsandt, um Krempen zu erobern? Krempen erobern? Euraxia wurde im kaiserlichen Namen in eine Provinz geschickt, die uns unser Lehen schuldet. Es gab keinen Grund, einen Ort zu erobern, den wir historisch schon beherrschten. Nein, sie entschied selbst, nach der Macht zu greifen, während Kaiser Waren anderweitig beschäftigt war. Und ihr habt dabei mitgemacht? Es war kompliziert. Hört mal, unser kurzer Besuch wurde zu einer Invasion. Euraxia heuerte eine Armee von libanesischen Söldnern an, um sie zu unterstützen. Und dann verschwand der Kaiser und sein Reich brach zusammen. Wir hingen hier fest, ohne Befehle oder Unterstützung. Was könnt ihr mir über die Drachengarde sagen? Nicht viel. Ich kam nie dazu, den Bericht selbst durchzusehen. Ihr könnt ihn aber in meinem Amtszimmer lesen. Aus irgendeinem Grund erweckte das Gerücht über einen letzten Drachengardisten Euraxias Zorn. Vielleicht, weil sie laut den Legenden als Drachenjäger bekannt waren. Okay, dann das oben, naja. Seht her, der Verlust eines Fremden könnte unser Gewinn sein. Ach, hast recht, Basti, dankeschön. Ofenkartoffel und noch irgendwas Grünes habe ich gerade gefunden. Ja, sehr schön. Findet den Bericht. Genau. Fallen wir erstmal dahin, wo wir überhaupt nicht hin müssen. Das sieht mir hier alles so ein bisschen nach der dunklen Bruderschaft aus. Ah ja, das war auch hier dieser eine Raum, wo sie ihn da aufgespießt haben. Bericht der Drachengarde. Abschrift eines Berichts von Centurio Falixia, Nachrichtendienstoffizierin der Cygnus-Freischärler. Wir fingen an, den Aussagen eines Überlebenden, der in Ungnade gefallen und aufgelösten Drachengarde nachzugehen, der sich in der Wildnis des nördlichen Elsweyers versteckte. Was die Interessen von Euraxia Tan anbelangt, Kontaktpersonen in Krempen teilten uns mit, dass sie eine gründliche Durchsuchung der königlichen Archive angeordnet hat. Sie möchte jedes letzte bisschen an Informationen, die die Khajiit zum Thema gesammelt haben. Offenbar haben die Legenden, die vom uralten Ursprung des Ordens als angesehene Drachenjäger zählten, ihre Fantasie entfacht. Noch wissen wir nicht, ob dies daran liegt, dass die Drachen ebenfalls an der Sache interessiert sind. Bei einem Gespräch mit Mondsängern erhielten wir widersprüchliche Informationen. Eine Geschichtenwahrerin behauptet, dass sich eine ganze Legion der Drachengarde in der Narbe versteckt, seit die Drachen in grauer Vorzeit verschwunden sind. Ein anderer meinte, dass nur noch ein einziger Drachengardist übrig ist, der die Geheimnisse des uralten Ordens in einem versteckten Refugium bewacht. Kontakte in der Magiergilde bestätigen, dass Aufzeichnungen in Händen der Magister belegen, dass die Drachengarde ihre Praktiken tatsächlich auf jene der alten akavirischen Drachenjäger zurückführt. Und während die meisten Mitglieder des Ordens nach dem Verschwinden der Drachen diese Traditionen aufgaben und Wächter der Kaiser wurden, behaupten einige Dokumente, dass eine kleine Schar weiterhin gemäß der alten Weise trainierte, um das Wissen über den Kampf gegen die Drachen am Leben zu erhalten, für den Fall, dass sie zurückkehren. Es gibt da eine vielversprechende Spur. Ein Kontaktmann in Stich behauptet, einen verborgenen akavirischen Schrein tief in der westlichen Narbe besucht zu haben. Was? Bierseligen, was soll man das heißen, mag, Gerüchten zufolge, wimmelt es an diesem Ort nur so vor rachsüchtigen Geistern und tödlichen Fallen. Manche erzählten auch davon, dass ein Drachengardist angeblich der letzte Überlebende seines Ordens den Schrein pflegt und auf den Tag wartet, an dem der Orden erneut gebraucht wird. Oh. Oh. Hallo? Wieso ist er jetzt da hinten raus? Nehmen wir aber trotzdem mal ein bisschen Geld hier mit. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich hasse es, wenn ich was am Vorlesen bin und dann irgend so eine mini kleine Fliege plötzlich in meine Nase fliegt. Ihr habt den Bericht gefunden. Jetzt können wir unser Gespräch ohne die lästigen Gitter zwischen uns fortsetzen. Ah, da seid ihr. Und ihr habt Präfekt Carlo gefangen. Ich vermute, er hat kampflos aufgegeben. Ja, so eine Art. Schaut nicht so schockiert.
Meine Freischärler sind sehr gut in dem, was sie tun. Es war ein leichtes für sie reinzuschleichen und mich zu befreien. Nun, was habt ihr aus dem Bericht erfahren? Etwas, was uns helfen könnte, Hauptmann Saulinia und ihren Meuchlertrupp aufzuhalten? Uns? Warum würdet ihr dabei helfen wollen, dass die Ermordung des Drachengardisten verhindert wird? Wie ich schon sagte, wir waren nie willige Teilnehmer an Euraxias Eroberung des nördlichen Elsweier. Meine Freischärler taten so wenig wie möglich, um ihre Ziele voranzutreiben. Und wir haben so oft wie möglich versucht, sie zu sabotieren. Außerdem, habt ihr die Drachen vergessen? Was ist mit den Drachen? Die Drachen werden nicht aufhören, sobald sie die Khajiit unterworfen oder getötet haben. Wir sind ebenso sehr in Gefahr wie alle anderen. Wenn Fürst Gareshri meine Soldaten begnadigt, helfen wir im Kampf gegen die Drachen. Doch wir werden den Drachengardisten brauchen. Wisst ihr, wo er ist? Der Bericht spricht von einem letzten Drachengardisten, der sich in einen akavirischen Schrein in der Narbe versteckt. Großkanzler, ich schlage vor, ihr bringt Gareshri dazu, die Signus-Freischärler zu begnadigen, damit wir ein Bündnis eingehen können. Eine Allianz? Interessant. Verbündete wären hilfreich in den kommenden Schlachten. Ich kehre nach Krempen zurück, lege Carlos' Fall vor und schicke jemanden, um euch zu helfen. Ich schlage vor, dass ihr inzwischen eure Suche nach dem Schrein in Stiche beginnt. Okay, geht nach Stiche. Dann ist noch die letzte Frage zu klären. Stiche ist hier oben und wir sind... Ich weiß gar nicht mal, wo wir jetzt eigentlich sind. Wir sind irgendwo... Ach nee, wir sind auch... Hä? Stiche ist gar nicht da oben. Okay. Dann gehe ich erstmal raus. Der kriegt es nämlich irgendwie wieder nicht so richtig hin, das Ganze zu finden. War ich hier oben? Bin ich einfach daran vorbeigelaufen? Ehrlich? Sauerei. Die sind auch wieder neu da. So, ich will jetzt erstmal nur kurz wissen, wo Stiche ist. Das ist nämlich hier unten. Damit würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns in Stiche wieder im nächsten Video. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.